Matthäus Kapitel 14 beginnt damit, dass berichtet wird, was mit Johannes dem Täufer geschehen ist. Und das wird euch auch wieder Amelie aus der Volksbibel vorlesen. Als Herodes Antipas, der damals in Judäa das Sagen hatte, mitbekam, was man so über Jesus redete, bekam er etwas Panik. Er sagte zu seinen Angestellten: Das ist garantiert Johannes, der die Leute getauft hat. Der lebt wieder, obwohl er doch eigentlich schon tot und 3 Meter unter der Erde sein müsste. Vielleicht ist er ja auch ein Zombie und kann deshalb so krasse Wunder tun. Herodes hatte Johannes einige Zeit vorher in den Knast gesteckt, vor allem, weil Herodias, in die er voll verknallt war, das unbedingt wollte. Die war allerdings eigentlich die Frau von seinem Bruder Philippus. Johannes hatte ihm ganz klar gesagt, dass das total falsch ist. Man darf sich nicht einfach die bereits verheiratete Frau von seinem Bruder greifen. Herodes war so sauer auf Johannes, dass er ihn am liebsten ermordet hätte. Er traute sich aber nicht, weil er Angst vor den Leuten in der Stadt hatte, die alle totale Fans von Johannes waren. Als Herodes Geburtstag hatte, machte die Tochter aus der ersten Ehe von seiner Frau Herodias auf der Party vor allen Leuten einen scharfen Striptease. Das gefiel dem Herodes so super, dass er ihr anschließend hoch und heilig versprach: Du kannst von mir heute haben, was du willst, ihre Mutter bequatschte sie dann, und schließlich bettelte die Tochter Herodes an: Ich möchte, dass du Johannes den Kopf abschlagen lässt und ihn mir auf einem Tablett servierst. Damit hatte Herodes nun nicht gerade gerechnet, und eigentlich wollte er das auch gar nicht. Aber schließlich waren da eine Menge Leute mit ihm am Tisch, die alle mitbekommen hatten, wie er ihr dieses Versprechen gegeben hatte. Darum sagte er zu seinen Soldaten, sie sollten Johannes den Kopf abschlagen. Sie servierten dem Mädchen dann den Kopf auf einem Tablett, die ihn wiederum der Mutter übergab, damit diese zufrieden war. Die Schüler von Johannes holten die Leiche und verbuddelten sie. Danach erzählten sie Jesus, was passiert war. Jesus war total geschockt und echt fertig. Er schnappte sich ein Boot und wollte irgendwo hinfahren, wo er mal alleine sein konnte. Die Leute bekamen das aber mit und verfolgten ihn am Ufer entlang. Die anschließenden 2 Geschichten sind die Speisung der 5000 und danach, dass Jesus auf dem Wasser geht. Beides werdet ihr jetzt auch wieder als Bibelcartoon sehen. Eines Tages predigte Jesus öffentlich zu sehr vielen Menschen. Als es Abend wurde, machte er eine kurze Pause und redete mit seinen Freunden, den Jüngern. Er fragte die Jünger: Die Leute brauchen etwas zu essen. Lasst uns ihnen Essen geben. Die Jünger überlegten: Hier sind über 5000 Männer, dazu noch Frauen und Kinder. Wir könnten Brot kaufen, aber das würde ein Vermögen kosten. Es wäre wohl besser, die Leute wegzuschicken. Da kam einer der Jünger mit einem Jungen an, den er gefunden hatte. Dieser Junge hatte noch 5 kleine Brote und 2 kleine Fische. Okay, sagte Jesus. Er nahm das Brot und die Fische, dankte Gott dafür und sagte seinen Jüngern, dass sie es verteilen sollten. Das taten sie. Erstaunlicherweise wurden die Brote und Fische nicht alle, und jeder, der da war, wurde satt. Danach sammelten die Jünger die Reste, die übrig geblieben waren, ein. Es waren 12 Körbe Brot übrig geblieben, obwohl jeder gegessen hatte. Nach diesem Wunder glaubten viele, dass Jesus wirklich von Gott geschickt worden war. Eines Tages überquerten die Freunde von Jesus, die Jünger, allein einen See. Jesus war zurückgeblieben, um mit Gott zu reden. Es war schon Nacht geworden und ein Sturm kam auf. Die Jünger kamen mit ihren Booten kaum voran. Plötzlich sahen sie eine Person auf dem Wasser zu ihnen kommen. Sie bekamen wahnsinnige Angst. Schau mal dort, was ist das? Das muss ein Gespenst sein. Keine Angst, sagte die Gestalt, ich bin es. Da erkannten sie, dass es Jesus war, der auf dem Wasser zu ihnen gelaufen kam. Petrus war begeistert. Jesus, lass mich zu dir kommen! Jesus erlaubte es ihm und Petrus stieg aus dem Boot. Es funktionierte tatsächlich. Petrus
lief ein paar Schritte auf dem Wasser Jesus entgegen. Doch als er sich umschaute und die Wellen um ihn sah, bekam er Angst und begann zu sinken. »Hilf mir, Jesus!« rief er. Da hatte Jesus schon seine Hand gegriffen und sie beide stiegen in das Boot. »Warum hast du so wenig Vertrauen in mich und zweifelst immer noch?« fragte er Petrus. Währenddessen hatte sich der Sturm gelegt und sie konnten ans andere Ufer weiterfahren. Nach all diesen Begebenheiten schließt Matthäus 14 noch mit einer kleinen Randerzählung eigentlich nur ab, nämlich dass Jesus weiterhin durch die Städte zieht, Kranke heilt, alle Kranken heilt, die zu ihm kommen, und dass selbst Leute zu ihm kommen, die nur versuchen, seine Kleidung zu berühren, weil sie dachten, sie werden davon geheilt, und sie wurden davon auch geheilt.